Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Letztes Mal haben wir die blauen Fläschchen fertig gemacht, aber festgestellt, dass wir gar nichts forschen. Warum, weiß ich noch nicht. Es ist eine Forschung, die auch schwarze Fläschchen braucht. Ich sehe das Problem. Ohne Fläschchen geht natürlich nichts. Ah, das ist besser. Und damit sollte uns nun nichts mehr im Weg stehen, auch blaue Forschungen voranzutreiben. Letztes Mal hatte ich auch ein bisschen Querelen mit Aliens hier, aber momentan schaut es gut aus. Hier haben wir ein Nest, da haben wir ein Nest, das ziemlich nahe ist. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, eine zweite Eisenschmelze anzuschließen. Und wahrscheinlich geht mir in der Hälfte die Spender aus. Und wir werden gleich die guten Öfen nehmen. Dafür brauche ich ja Ziegelstein, was wir ja haben. Und wahrscheinlich Stahl. Strommasten mehr. Okay, es fehlen genau 3. Und für den letzten fehlt der Stahl. Okay. Wir werden auch mehr Eisenerz brauchen, denn eine Schmelze allein macht's noch nicht. Was wollte ich hier oben? Ah, Förderbänder. Sieht doch etwas mager aus.
So. Zumindest das Band ist angeschlossen. Jetzt müssen wir schauen, wo bekommen wir Eisen her. Das Band ist nicht mehr ganz voll. Aber vielleicht hier unten noch eine Reihe platzieren. Und das in die zweite. Unsere zweite Furnace, unser zweites Furnace Array leiten. Versuchen das mal hier ein bisschen aufzuteilen. Da geht's ins zweite rein. Und ich habe auch keine Knickarme mehr. Also geht natürlich überhaupt nichts. Es sieht auch ein bisschen danach aus, dass wir zu wenig Kohle fördern. Wie sieht es mit Strom aus? Nicht so gut. Ich vermute wegen Kohle. Yep. Das. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Und es ist natürlich so. Ohne Strom fördern wir auch nicht wirklich mehr Kohle. Aber was wir machen können, ist zumindest sicherstellen, dass wir
Zuerst schauen, dass wir genügend Kohle hier für unsere Stromproduktion haben. Was nicht ausreichend ist. Und dann sollten wir genügend Strom haben für unsere Förderer, sodass wir auch hier genügend produzieren. Und wahrscheinlich müssen wir das Array, unsere Maschinen da, unsere Dampfkessel erweitern, so dass wir genügend Strom produzieren, um den gestiegenen Energiehunger auch besänftigen zu können. Denn wir haben ja ein paar Maschinen hinzugebaut. Und die sind doch ein bisschen energiehungrig. Okay, es wird langsam besser. Ist das Problem, dass nicht alle Maschinen Kohlen haben? Ja, hier die letzten beiden. Da mangelt es noch. Kohle kommt nicht bis ganz nach hinten, weil nicht ein volles Band. Vielleicht forschen wir mal nicht, das sollte ein bisschen den Energiehunger dämpfen. Okay, nun haben wir hier ein volles Band. Das sollte heißen, dass all unsere Maschinen mit der Kohle beglückt werden. Hier noch zwei anfügen können. Und hier hinten staut es sich nun wieder. Das heißt, an einem, sobald hier voll ist, werden wir dann auch hier oben wieder Kohle rausführen. Offenbar nicht ein volles Band.
Das könnte helfen hier. Ja, jetzt geht wieder was nach oben weg. Und wir schaffen es gerade so durchzukommen. Nun, Eisen sieht nun besser aus. Da bekommen wir fast zwei Bänder raus. Das sollte doch helfen. Aber vielleicht sollten wir uns überlegen, ein paar Solarpanels aufzustellen. Ein Dampfkessel hat 900 Kilowatt, ein Solarpanel hat 60 Kilowatt. Das heißt, wir brauchen 15 Solarpanel, ist gleich viel wie eine Dampfmaschine. Aber wir verbrauchen keine Kohle dabei und wir müssen irgendwann mal zusätzliche Kohlefelder anzapfen. Das hier wird das nächste sein und dann brauchen wir wahrscheinlich auch Eisen. Hier haben wir ein paar rumliegen, aber das heißt dann eben auch, dass sich die Umweltverschmutzung nach außen ausdehnt. Und das hat gewisse Nebeneffekte. Ich bereite mal hier so ein Feld vor. Und sobald wir hier wieder etwas Strom am Start haben, so dass wir nicht die ganze Zeit ausgelastet sind und zumindest für einen Zeitpunkt ist es okay, wenn wir mit den Solarpanels einfach den Tag durch zusätzlich Strom erzeugen, ohne dass wir das in Akkumulatoren einspeisen. Das sollte zumindest etwas helfen zu 50%. Macht noch nicht wirklich viel aus. Wenn ich hier 15 in einer Reihe aufstelle, dann ist quasi jede Kolonne ein Dampfkessel. So lässt sich das vielleicht dann am besten durchzählen. Brauchen wir die obersten beiden hier nicht mehr. Gut.
es fehlt an Flüssiggas. Wieso fehlt es an Flüssiggas? Wir haben genügend Öl. All diese Maschinen laufen. Einfach zu langsam. Wir produzieren 2,7 K die Minute und wir verbrauchen alles. Jupp. Zu langsam. Gut, wir können ja eine zusätzliche Maschine hier an den Start bringen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir Schwefel nicht en masse produzieren. Gut! Ich glaube, das Schlimmste ist überwunden. Wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr von allem. So, dass das alte Lied hier mehr von allem. Aber dann sehen wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Gut. 30 weitere Solarpanels, das sind 2 weitere Kessel. Okay, das war's für heute. Ich werde ein bisschen Solarfeld bauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!